Hallo meine Lieben. Ja, ihr seht, ich habe mir hier ein bisschen was vorbereitet. Einmal eine Matte, eine Bastelunterlage. Dann habe ich mir diese lufttrocknende Knetmasse, also Tonmasse würde ich sagen, von Action hier zurechtgelegt. Also so eine lufttrocknende Modelliermasse in Weiß. Und ich habe mir hier ein paar Schablonen zurechtgelegt und so einen Ausroller. Und was ich vorhabe, ich möchte mir Hintergründe für Mixed Media machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mache mir so eine kleine Kugel, roll mir das aus und packe dann so eine Schablone drauf, dass sich das so reindrückt und ziehe die dann ab. Und dann habe ich halt so einen Hintergrund, lasse das aushärten und habe es dann für Mixed Media Sachen. Weil es reizt mich immer mehr, Mixed-Media-Sachen zu machen. Und ich habe auch schon ein bisschen was bestellt dafür. Das müsste heute oder ja die Tage kommen. Dann mache ich auf jeden Fall noch mal einen kleinen Haul, weil ich habe auch AliExpress-Sachen und so. Genau so, jetzt werde ich aber erstmal diese Clay hier, das ist nämlich, fühlt sich auf jeden Fall an wie eine Clay und zerreißt auch wie eine Clay. Ich werde es einfach gerade mal ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall habt ihr schon gesehen, die ist super weich und lässt sich super gut verarbeiten. Klebt ein ganz bisschen an den Fingern, aber geht natürlich auch super leicht wieder ab. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen wenig. Und was ich definitiv auch gleich brauche, ist einen luftfesten Behälter. Also ich werde mir gleich eine Zipptüte holen, dass mir die andere Clay hier nicht austrocknet. Das mache ich noch mal gerade, bevor mir das irgendwie trocken wird. So, einmal eine Tüte, dass mir das nicht zu schnell austrocknet. Rolle ich jetzt auch nur so zusammen. So, und jetzt mache ich mir eine Kugel. Ja, und ich habe jetzt halt geguckt, dass ich hier eine Fläche nehme, die halt relativ glatt ist. Weil das ja natürlich dann hier seine Abdrücke sonst hinterlässt. Ja, das Schöne daran wird nachher sein, dass es auch schön weich sein wird. Dass das jetzt ein bisschen verfärbt oder so, ist mir jetzt gerade mal egal, weil ich die Sachen ja später sowieso anmalen möchte. So, und als erstes würde ich gern diese Frau ausprobieren. Ich finde die so schön. Ja, vielleicht war das ein bisschen wenig, weil ich möchte es natürlich auch nicht zu dünn haben. Ja, war mir ein bisschen zu wenig. Ich nehme einfach noch mal ein bisschen Clay dazu. Ja, von der muss ich mir definitiv noch mal ein bisschen mehr holen, weil ich hatte das nur mal zum Ausprobieren mitgebracht und das lag bis jetzt rum und habe es überhaupt nicht ausprobiert. Das war letztes Jahr. Ist witzig. Es fängt jetzt wieder an und es war echt letztes Jahr auch so um diese Jahreszeit zu Weihnachten hin, wo ich dann viel mit Fimo gemacht habe. Ja, und irgendwann hatte ich ja nicht so mega Lust mehr auf Fimo. Im Sommer sowieso nicht so wirklich. Ja, und jetzt kommt das auf einmal wieder, so diese Richtung. Ja, so ist das, ne? Irgendwann kommt alles wieder. Dann hat man plötzlich wieder Lust auf die Sachen. So, hier wird es mir aber schon zu dünn. Ja, das ist natürlich auch das Schöne, ne? Man kann hier auch dann sich hier was abreißen und dahin ziehen. So, jetzt muss ich aber mal gucken hier, ob ich hier überhaupt in dieser Form, ja, so, jetzt passt es schon so ungefähr hier unten noch ein bisschen mehr hin. So, auch nicht zu dünn. So, und jetzt packe ich hier einfach meine Form drauf und werde hier mal drüber rollen. Ja, man sieht schon, es drückt sich auf jeden Fall schön rein. Jetzt ziehe ich das mal vorsichtig ab. Jawohl, das hat schon mal einigermaßen geklappt. Ja, dann reiße ich mir hier den Rand ruhig ab. Das sieht ja auch ganz cool aus, wenn das so... Ach, schade. Okay, ich mache es auch zum ersten Mal. Ne? Ich probiere es aus, deswegen... Wenn was schief geht, dann geht es halt schief.
So. Reiße mir das hier alles so ein bisschen ab und dann werde ich versuchen, es vorsichtig hochzunehmen, ohne dass es mir zerreißt. Ja, super, das hat auf jeden Fall geklappt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das gerade hinbekomme, dass es dann auch trocknet. Hier möchte ich die Ränder auch überall noch so abzupfen. Die Optik sieht auch, finde ich, ziemlich geil aus, wenn das so abgerissen aussieht. Sieht dann ein bisschen aus so wie zerrissenes Papier, ne? Wobei es technisch ja auch gar nicht anderes ist. Clay besteht ja eigentlich immer auf Papierbasis. So. Ganz ruhig noch ein bisschen weniger. So, jetzt gefällt mir das schon richtig gut. Ja, und jetzt muss ich halt gucken, wie lange es dauert, bis diese Sache hier trocknet. Ja, vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen für Mixed Media Hintergründe. Also ich habe mir auf jeden Fall so ein paar nicht diese Chipart Boards oder wie die heißen, die man auch zum Backen für Fondant-Torten nimmt. Die habe ich mir jetzt nicht bestellt, sondern nur so ein paar Holzteile zum Dekorieren. Und ich brauche halt unbedingt noch so ein paar Hintergrundideen. Sowas fand ich jetzt schon mal gar nicht so schlecht. So, wie gesagt, ich packe das jetzt mal an die Seite, damit das trocknet. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Es fühlt sich auch richtig feucht an. Und ja, mal gucken, wie lange das braucht, bis das so austrocknet. Das weiß ich ja auch nicht. Steht denn hier irgendwas drauf, vielleicht, wie lange das trocknet? Luft hin. Ja, dass man es luftdicht verpacken soll, steht hier nur drauf. Aber wie lange, also wie viele Stunden es braucht, bis es trocknet, steht hier jetzt leider nicht drauf. Steht nur, dass es halt lufttrocknend ist. Steht aber nichts, wie lange es dauert, bis das aushärtet. Also ja, ich habe immer noch nicht erkannt, was das hier oben sein soll. Also die Frau erkennt man ja ganz klar, aber das hier, keine Ahnung, was das sein soll. So, jetzt werde ich es mal andersrum probieren. Ich werde mir so eine Matte unten drunter legen und dann was von meiner Masse hier draufpacken. Und ich glaube, ich werde die jetzt mal komplett auspacken. Und hier einfach reinpacken und dann kann ich mir das nämlich besser abmachen. Jetzt werde ich mir mal so ein großes Stück nehmen. Na. So, ruhig einmal zuklacken. Sicher ist sicher. Ja, also die fühlt sich wirklich ziemlich feucht an. Ich glaube, das wird schon ein bisschen dauern, bis das trocknet. Und auch hier die Krümel, die ich hier an meinen Händen habe, kann ich auch immer noch abmachen, ohne Probleme. Ja, wie gesagt, so jetzt will ich es mal ausprobieren, dass ich mir sowas hier herlege. Mir quasi so ein Rechteck ausrolle. Das werde ich mir dann gleich ein bisschen zurechtschneiden. Aber was vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, man kann ja hier diese Teile dran machen, dass man nicht tiefer kommt, als diese Rollen sind. Das werde ich, glaube ich, mal machen. Ich gucke gerade mal, wo ich die hingeschmissen habe. Die müssten eigentlich hier bei meinem Werkzeug mit sein, aber leider nicht. Ja, ich konnte sie leider nicht finden. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Normalerweise hatte ich gedacht, die wären da bei dem Werkzeug, aber irgendwie habe ich sie da nicht reingetan. Ja, warum auch an einen Ort packen, wo es logisch ist, ne? So. Ja, da muss es jetzt eben so gehen, aber ich werde die schon irgendwann wieder finden.
Beim nächsten Aufräumen sind die wieder an irgendeiner Ecke, wo man sie überhaupt nicht vermutet hat, wahrscheinlich. So. Zack. Sieht aber auch soweit ganz gut aus. Ich glaube, das ist auch eine schöne Dicke. Mal gucken, vielleicht war das hier sogar auch ein bisschen dünn, aber mal sehen. Also es fühlt sich überhaupt noch gar nicht, also doch, es wird kalt. Also dann verdampft ja das Wasser, dann kann schon sein, oder verdünstet, oder keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall geht das Wasser raus und dadurch wird es ja dann doch ein bisschen kalt. So, ja, das gefällt mir, glaube ich, hier schon. Ist auch, wie gesagt, ein bisschen dicker als das andere. Oder ja, eine ganze Ecke sogar. So, und dann nehme ich mir mal mein Lineal. Am besten lege ich das hier auch gleich an so einer Linie an, dass ich das hier gleich so habe. Nehme mir meinen Cutter. Mal gucken, ob ich das so noch verwende oder für anders. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es so ungefähr gleich behalten kann. So. Na, komm hoch. So. Die Linie passt hier auf jeden Fall. Schwupp. So was. Ja, hier passt die Linie auch so ganz knapp, aber eigentlich könnte ich auch ja, das einfach so machen. Da brauche ich das Cutter gar nicht für. Nur das Lineal. Ja, und was machen wir denn damit? Was machen wir denn damit? Die Herzen. Oh ja, das passt doch ganz genau hier. Ja, jetzt mal gucken, weil die Herzen sind ja doch sehr dünn. Also die diese Folie, wo die drauf sind, ist doch sehr dünn. Okay. Oh, es geht aber. Doch, es geht. Ja, hat sich jetzt natürlich ein bisschen verformt wieder. Und beim Hochnehmen jetzt hier auch nochmal am Rand. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz gut geworden. So. Ja, ich finde diese Blümchen hier so schön. Die waren hier in dem Wanderpaket mit drin. Die waren mal von Teddy, hatte ich gesehen. Und davon möchte ich mir auf jeden Fall auch was machen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall auch mal machen möchte, ist so einen größeren Hintergrund. Und ich glaube, ein größerer, dickerer Hintergrund. Und dafür packe ich es jetzt hier mal direkt drauf. Und drehe mir dann das Ding einfach immer und werde versuchen, das so gut wie möglich hier in dieses Ding reinzuarbeiten. Versteht ihr, was ich meine? So, und wenn das hier dann überguckt, dann halt hier abreißen und woanders hinkleben. Upsi. Bitte zusammenkleben, nicht abreißen. Okay, das möchte jetzt nicht daran kleben bleiben. Das ist ein bisschen schade. Ich versuche das hier mal wieder ein bisschen einzuarbeiten. Ja, jetzt wird es besser. Wunderbar. Ja, wenn das nicht perfekt bis zum Rand ist, dann ist das ja auch nicht weiter wild. Nur so ungefähr halt. Das hier kann ich auch schon mal umklappen. Ja, reißt es hier schon wieder. Ja, da muss man echt ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Also, falls ihr hier im Hintergrund was schnarchen hört, das ist mein Hund. Ja, ich bin jetzt mal gnädig gewesen und habe ihm jetzt eine Decke direkt hinter mir gemacht, weil, ja, was soll ich sagen, der Hund ist einfach so, der mag einfach meine Nähe, der ist am liebsten die ganze Zeit, also wenn er könnte, wäre er am liebsten die ganze Zeit auf meinem Schoß, aber bei bestimmt
25 bis 30 Kilo. Ich muss ihn nicht den ganzen Tag auf dem Schoß haben, ehrlich gesagt. Aber er ist halt gerne sehr nah bei mir und das ist auch rassetypisch. Die sind halt sehr gerne bei ihren Rudel. Bull Terrier möchten als Familienmitglieder leben. So ist das. Ja, und deswegen hat er jetzt hier so eine kleine Ecke bekommen. Er hat ja auch ein Herzfehlerchen und bekommt immer Medizin. Und naja, da macht man sich auch ein bisschen Sorgen und dann wird man ein bisschen rührselig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber ich bin so. Dann denkt man schon ab und an darüber nach, dass man sich ja vielleicht demnächst irgendwann trennen muss. Wobei der Tierarzt gesagt hat, dass er echt super Werte hat, also alle anderen Werte. Also er hat wirklich nur ein Problem mit seinem Herz. Und ansonsten sagte der Tierarzt, wäre mancher junge Hund neidisch auf die Werte, die er so hat. Also sonst ist er echt mega fit. Und das ist dann noch schlimmer, finde ich, wenn er so komplett fit ist und das Herz dann nicht mitspielt, das ist dann gemein. Aber gut, ist halt so, wie es ist. So, ja, jetzt wird das schon echt so, wie ich mir das vorstelle hier. Also es verteilt sich anscheinend sehr gut in diese Ritze. Und ja, man muss halt wirklich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das Ganze verteilen. Vielleicht kriege ich das ja wohl. Man kann das auch sehr, sehr dünn machen. Habt ihr hier gerade gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da konnte man fast durchgucken gerade. Also das ist, glaube ich, schon zu dünn. So, na, den Rest kann man dann auch mit den Fingern noch mal so ein bisschen vielleicht dahin schieben, wo man es noch braucht. Hier auch die Ecke. Das geht dann, glaube ich, noch mal ein Tucken leichter. So, hier ist auch noch was, wo es nicht dicht ist. So, und jetzt der spannende Moment. Einmal von hier hochnehmen. Das ist noch nicht der spannende Moment. Der kommt jetzt, wenn wir versuchen, das abzuziehen. Vielleicht sollte ich es auch hier dran kleben lassen und nachher abziehen, wenn es dann trocken ist. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich es dann nicht mehr abkriege. Also das würde ich lieber an einem Teil ausprobieren, was nicht gerade zu meinen Lieblingsteilen gehört. Und das hier gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingsschablonen. Also für Jelly Plate und so habe ich das mindestens bei jedem Basteln ein- bis zweimal benutzt. Das reißt hier leider ein bisschen, wo es sehr dünn ist. Da muss man echt gucken, dass man es nicht zu dünn macht. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt heute auch alles hier mein erster Versuch, das einfach mal auszuprobieren. Nein, nicht reißen. Und dadurch, dass es halt Clay ist, kann man es ja auch immer wieder ein bisschen zusammenkleben. Und wie gesagt, es ist Mixed Media, man kann alles Mögliche zusammenmischen. Also ist das auch kein Weltuntergang, wenn da was nicht perfekt heile ist. Meistens denke ich, werde ich sowieso die Sachen so ein bisschen Vintage auf alt machen und wenn dann mal was kaputt ist, also kaputte Stellen sind, das gehört halt zu alten Sachen dazu, ne? Also umso besser. Ja, sieht doch ziemlich cool aus, finde ich. Da war jetzt ein bisschen Geduld nötig. Aber ich finde, es ist so eine echt coole Hintergrundgeschichte geworden, wenn man das dann später noch anmalt. Sieht das bestimmt noch cooler aus. So, jetzt möchte ich aber nicht, dass das hier zusammenkommt. Ja, und das ist immer noch nicht, noch kein bisschen, fühlt sich noch kein bisschen an, als wenn es trocknen würde. Also ich denke mal, dass das so bestimmt 24 Stunden oder so braucht, bis das aushärtet. Ja, da finde ich es umso besser, wenn man das eine Weile vorher vorbereitet, dass das in Ruhe aushärten kann und dann kann man es dann halt später benutzen. Wenn man es jetzt auf so ein Teil packen würde, dann würde es vielleicht kaputt gehen, so dolle, wenn man damit arbeitet. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was das Ding hier gekostet hat. Vielleicht weiß das einer von euch. Könnt ihr mir mal unten bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst.
War, ist auch theoretisch egal, bei Action, die Sachen sind ja meistens nicht teuer und das war ja jetzt auch ziemlich viel, das war jetzt glaube ich ein halbes Kilo. Und da werde ich mir also auf jeden Fall noch mal was von holen, um mir dann halt noch mehr Hintergründe zu machen. So, jetzt will ich auf jeden Fall so ein Blümchen endlich machen. Und da werde ich aber das kleinere machen. So. Und das mache ich wieder so rum, dass ich es erst ausrolle und dann drauflege. So, ich möchte es auch nicht zu dick haben. Erstens wird es länger brauchen, dann um zu trocknen. Und zweitens fühlt sich es, glaube ich, auch schöner an auf dem Teil, wenn man es links hat. So, jetzt gehe ich hier irgendwo schön in die Ecke rein. Jetzt werde ich das, glaube ich, so von der Mitte her machen. Das geht, glaube ich, am besten. Ja, das sieht schon mal super aus. Ach so, da waren diese Löcher, deswegen. Ja, sieht doch klasse aus. Ist da vorne zwar ein bisschen gerissen, aber das macht mir gar nichts. So, weil es nämlich noch gar nicht in der Blume drin gerissen ist. Dann schneide ich mir das hier grob ein bisschen aus. Ach, Kreise so ganz sauber habe ich leider noch nie hingekriegt. Oh. Ist mir jetzt theoretisch auch nicht wichtig, dass es perfekt ist. Wie gesagt, ich will sowieso wahrscheinlich viel auf alt machen und dann ist das egal. So, ja, sehr schön. Finde ich auch richtig cool geworden. Ja, und jetzt überlege ich so langsam, weil das ist zwar hier alles so ganz nett, macht auch Spaß, diese Hintergründe zu machen. Aber ich glaube, ich werde mal kurz meine anderen Sachen holen. Und dann kann man zum Beispiel, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar will ich einen Stempel da reindrücken, dass es quasi umgekehrt ist. Jetzt habe ich es ja immer so, dass es rausgeprägt wird quasi. Und jetzt will ich es mal andersrum machen, nämlich dass es reingeprägt wird. Und dafür nehme ich mir hier gerade mal irgendeinen Stempel. Schwupp. Pack mir den hier auf einen Acrylblock und dann stempel ich mal. Ja, und das funktioniert auch super, 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 bis auf hier vorne der Flügel. Aber das war meine Schuld, da habe ich ein bisschen zu wenig aufgedrückt einfach. So. Bisschen grob ausgeschnitten. Schwuppi. So, ruhe ich noch ein bisschen enger dran und hier muss auch nicht so viel dran sein. So. Ja, cool. Wirklich cool. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, dass das so gut geht. Mit dem Stempel. Ja, perfektus. Ja, davon werde ich mir definitiv ein paar mehr machen. Nicht nur einen, den wird man bestimmt öfter verwenden. Ja, man kann natürlich auch direkt am Rand dann lang schneiden, ne? Oder vielleicht probieren, das so, wenn man es so dünn ausrollt, dass der Rand quasi automatisch abgeht, dann würde ja in der Mitte das auch alles ausgeschnitten werden. Das ist ja nicht mein Ziel. Okay, so, das hat auch super geklappt. Ja, dann werde ich mir jetzt noch eins machen mit Weihnachten. Und dann nehme ich mir mal dieses süße Tierchen hier. So, mal gucken, ob das Zeug hier noch ausreicht. Ansonsten
sie. Na, möchte jetzt nicht auf der Matte kleben, so jetzt. Ich glaube fast, das ist zu wenig. Ja. Ich denke, das wird zu wenig. Ich werde hier ein bisschen mehr nehmen. Ja, ich finde es eigentlich angenehm, dass die Clay später trocknet, weil dann kann man auf jeden Fall gut damit arbeiten, ohne dass man Angst haben muss, dass es einen sofort austrocknet. Klar ist es doof, wenn man es sofort verwenden will, aber ja, mir ist es, glaube ich, so lieber, als wenn ich so ganz schnell arbeiten muss, weil das Zeug sonst trocken wird und ich dann nichts mehr mit anfangen kann. Also ich glaube dann lieber einen Tag warten, bis es richtig ausgehärtet ist. Ich weiß ja auch noch nicht, ob es wirklich einen Tag braucht. So, das reicht aber jetzt auf jeden Fall von der Fläche her. Auch von der Dicke, denke ich. So. Gucken, dass ich überall gut runterdrücke. Dass mir das nicht passiert wie bei dem Engelsflügel. Vor allem die Hörner hier. So. Ja, das war schon fast zu doll reingedrückt, aber okay. So, und jetzt gehe ich hier wieder überall schön am Rand entlang. Nehme mir hier die ganzen Reste ab. Ja, habt ihr auch schon mal mit diesem Clay hier gearbeitet? Und wenn ja, was habt ihr denn damit gemacht? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare, das interessiert mich, weil ja, für Ideen ist immer Platz, ne? Und manchmal dann kommt man nebenbei so ganz plötzlich auf irgendeine richtig coole Idee, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat. Und sowas interessiert mich immer, wenn andere Leute dann ja, Ideen hatten mit Sachen, die sie vielleicht zweckentfremdet haben oder so. Das finde ich immer am coolsten, wenn Sachen zweckentfremdet werden. So, okay. Und auch mein kleines süßes Rentier kann bitte, ohne kaputt zu gehen, an die Seite zum Trocknen. Ja, sieht doch super, super süß aus, der Kleine. Hat man noch so ein bisschen Weihnachts Deko-Krams. Ja, ich denke, dass das Video jetzt schon lang genug ist. Ich hoffe, dass euch nicht ganz langweilig geworden ist. Ich habe versucht, ein bisschen zu erzählen. Immer klappt es natürlich nicht. Ach, was mir gerade aber noch, wartet mal, was mir gerade noch einfällt, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Dafür müsste ich die Clay dann wahrscheinlich auch so lassen, wie sie ist. Aber das habe ich gerade, das fiel mir gerade ins Auge, was mir hier so rumsteht. Und jetzt will ich das mal ausprobieren. Und zwar habe ich hier so Glitzerzeug stehen. Jetzt will ich hier mal ein bisschen was reinmachen und das mal vermischen und dann mal gucken, wie das aussieht. Ob das funktioniert. Erstmal gut verkneten, dass sich das überall gut verteilt und dann mal gucken, ob das mit der Clay überhaupt funktioniert, dass die dann auch so glitzert. Naja, normaler, theoretisch müsste es ja so sein. Ne? Ich sehe es auch schon so ein bisschen. Jawohl. Na, vielleicht war es noch ein bisschen wenig Glitzer. Oh, die Clay wird, umso länger die in der Hand ist, umso wärmer es ist, umso weicher wird die. Jetzt klebt die mir echt schon so ein bisschen an den Fingern. Oh, die ist mega warm gerade. Oder hat die jetzt irgendeine chemische Reaktion mit diesem Glitzer? Ja, die wird echt krass warm. Ich lasse sie mal kurz liegen und gucke, ob das jetzt an meinen Fingern lag oder ob die eine Reaktion mit diesem Glitzer hier zeigt. Nö, ich glaube, das lag an meinen Fingern. Kühlt, glaube ich, schon wieder. Aber seht ihr es?
Es glitzert auf jeden Fall. Noch nicht ganz so doll. Vielleicht müsste ich noch mehr reinkneten. Ja, aber funktioniert auf jeden Fall. Ja, auch cool. Es sind jetzt ein paar Stunden ins Land gegangen und die Claysachen sind immer noch sehr feucht. Also die müssen auf jeden Fall mindestens 24 Stunden richtig durchtrocknen. Die sind halt, wie gesagt, immer noch nicht trocken. Ja, an manchen Dingern war ja Farbe dran und das hat natürlich abgefärbt. Das ist mir aber wurscht. Bei dem Teil hier, ich hatte ja ein paar Teile genommen und hatte die auf die Formen gemacht und habe gesagt, ich lasse die jetzt mal so trocknen und gucke, wie ich sie dann abkriege. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich bis zum kompletten Austrocknen dran lassen würde, weil sie dann vielleicht doch zu dolle kleben. Aber die hier, die jetzt hier einfach nur ein paar Stunden so getrocknet haben, die sind immer noch weich. Aber ihr seht, also ich habe das jetzt super sauber runterbekommen. Also da sind jetzt nicht irgendwie, ich glaube, das hier war von meinem Finger, wo ich es abgemacht habe. Und das war es dann aber auch schon. Oder war es sogar hier nur diese kleine Ecke irgendwie so. Also so ganz minimal. Und ansonsten ist das wirklich super sauber geworden vom Abziehbild, wenn man das jetzt mal vergleicht hier. Ne? Und das ist ja sehr, sehr dünn. Also ja, nicht mal halb so dick wie das hier. Und dafür ist es echt gut geworden. Ja, also vielleicht ein bisschen antrocknen lassen und dann eben abziehen. Das geht, glaube ich, am besten. Gut, meine Lieben, ja, das war es jetzt eigentlich mit diesem Video hier von meinen gestalteten oder modellierten Hintergründen. Und ja, ein Video, was ich damit mache oder wie ich die Sachen verarbeite, wird es garantiert auch geben. Darauf dürft ihr euch schon freuen. Also ich sage tschüss und bis bald.